Und dieses wunderschöne Schloss, wie gesagt, hier direkt am See, an einem ehemaligen See. Der See ist ja noch vorhanden, aber der zieht sich ja mit weiterhin absinkenden Wasserspiegel, zieht er sich ja nach und nach zurück, der See. Und warum ich hier heute bin, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Schaut mal hier. Hier haben wir noch so eine alte Brücke. Ist auch wieder ein Indikator, was hier mal eben als ein Park war, ne? Und da bin ich hier so lang gelaufen, weil ich dachte, na, besuchst du denn nochmal die Kirche? Da werden wir jetzt gleich nochmal in Anschluss hingehen. Dann gucke ich hier so. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, ist die reine Wahrheit. Und dann sehe ich hier archäologisches Denkmal. Na, gucke einer an, sagte ich mir. Da gehst du doch jetzt mal rein, ne? So. Und das tun wir jetzt. Und da laufen wir jetzt hin. Und hier schreiben sie es ja. Hier wird es dann wieder als Graben bezeichnet, ne? Und es war kein Graben. Das Ding war komplett im Wasser. So, meine lieben Freunde, Taschenlampe geholt. Jetzt gucken wir mal hier nochmal rein. Das hatte ich ja heute gar nicht geplant und war gar nicht vorbereitet. Ah, guckt euch das an. Ja, da haben sie also drin gelegen. Seht ihr das, Freunde? Denn das, was wir hier sehen und erblicken können, gibt uns abermals viele Botschaften. Schaut mal hier, ein kleines Fundament direkt an einem Park namens Linné. Und ich bin hier mit meinem Landschiff unterwegs und wollte mir hier in Farchentin das Schloss anschauen, was wir uns gleich nochmal anschauen werden. Und sehe hier dieses Becken. Und wie soll es denn auch anders sein? Dieses Schloss stand natürlich auch ehemals am Wasser. Und wir gehen jetzt mal hin. Und der eine oder andere hat das wahrscheinlich schon gesehen auf meinem YouTube-Kanal, dass ich so ein kleines Kurzvideo veröffentlicht habe, weil ich, wie gesagt, einfach hier nur einen Zwischenstopp machen sollte oder wollte, weil ich bin jetzt gerade aktuell auf dem Weg hoch nach Rugia, um die Lappen wieder in den Wind zu legen. Denn wir haben ideales Herbstwetter. Es ist ein bisschen stürmisch und wer mich kennt, der weiß, dass ich auch sehr gern segle, wenn es mal ein bisschen rauer ist. Denn nur dann lernt man auch segeln. Und ja, und hier haben wir so einen ehemaligen Schlosspark, wie das so ist, ne? Und dann hatte ich ja in diesem Kurzvideo, hatte ich ja euch gezeigt, hier an dieser wunderschönen Eiche, hatte ich euch ja kurz gezeigt, dass dieses Becken hier, also dieses dahinter liegende Becken und hier auch dieses Becken einst mit Wasser gefüllt war. Übrigens auch immer ein Indikator für alte Parkanlagen ist hier diese Zeder, dieses Zedernholz hier, ne, dieser Baum, ne, wurde auch oft in alten Parkanlagen verwendet. Und ja, ich wollte euch einfach dieses wunderschöne Schloss hier zeigen, hier im gotischen Stil gebaut. Tolles Panorama hier mit diesen Pferden davor. Und hier seht ihr dieses Becken. Wir sind gleich am Schloss. Noch etwas Geduld, ich will euch aber erstmal hier diese Wasserlinie zeigen.
Hier diese Wasserlinie. Hier seht ihr sie. Die geht hier einmal entlang. Na? Und dorthin ist der See. Ne? Und hier haben wir dieses Schloss. Es ist also direkt wieder am See gebaut worden. Halt Kameraeinstellung hier. Ja. Kleiner Moment. So. Und dieses wunderschöne Schloss, wie gesagt, hier direkt am See, an einem ehemaligen See. Der See ist ja noch vorhanden, aber der zieht sich ja mit weiterhin absinkenden Wasserspiegel, zieht er sich ja nach und nach zurück, der See. Sehen wir hier wunderschön dieses Schloss. Farchentin. Auch wieder letztendlich ja schon fast eine Ruine. Noch im guten Rohbauzustand, würde ich sagen, aber hier wahrscheinlich auch wieder geplündert und dies und jenes. Ja, und da habe ich dann hier diese ehemalige Wiese für mich entdeckt, weil ich spürte, ich gehe jetzt einfach mal hier in diese Richtung. So dachte ich mir das vorhin, wo ich dieses Kurzvideo gedreht habe. Und da ich ja hier eine Pause einlegte und lege, habe ich mir gedacht, naja gut, dann läufst du mal ein paar Schritte. Und wenn man hier auf diese Wiese mal tapft hier, ne, denn mal tritt und mal ein bisschen springt hier, dann sieht man und dann spürt man, dass diese ganze Wiese vibriert, ne, und auch so ein bisschen bebt. Das heißt, diese ganzen Gremien, die wir haben ja etliche Gremien, die hier gezogen sind, die wurden ja abermals auch gezogen, um diese Wiese hier wieder für Tiere nutzbar zu machen, für Nutztiere, um dass der See sich so nach und nach zurückzieht. Aber wir sehen hier noch dieser, wie gesagt, diese alte Wasserkante. So, und jetzt will ich euch was zeigen. Und ich schwöre es bei Gott, ich habe hier tatsächlich nur einen Zwischenstopp eingelegt. Welch ein Zufall, was ist mir hier wieder zugefallen? Das werdet ihr gleich sehen. Und es ist total verrückt, dass ich jetzt des Öfteren immer wieder, ich drehe euch mal um, an so diese ganzen Orte aktuell gelange, ohne es irgendwie zu planen, sondern einfach nur hier einen Zwischenstopp eingelegt habe auf diese Reise und heute übrigens seltsamerweise eine ganz andere Route gewählt habe, nämlich über Wittstock-Dösser Richtung Rügen. Und kleinen Moment, das zeige ich euch auch noch mal hier. Schaut mal hier. Hier stehen so alte Kastanien in Reihe und Glied, ne? Und hier sieht man, wie der ehemalige Park im Ursprung auch übrigens angelegt wurde. Ne? Also wir haben hier Kastanien auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir hier auch mal Kastanien. Das heißt, wir haben hier einen alten Weg. Und dieser alte Weg, der geht genau hier an dieser Uferlinie lang. Also alles Indikatoren, dass hier kürzlich erst noch Wasser stand. Ne? Denn dieses Wasser muss ja hier schon gewesen sein. Oder noch gewesen sein, wo dieses Schloss erbaut wurde. Denn dieses Schloss wurde hier direkt am Wasser gebaut. So, und wie ihr es ja aus meinen Videos auch kennt, dieses Schloss ist ja eher neuzeitlich, ne? Das heißt, in der Regel ist es auch so, nicht, oder zu 99,9% ist es so, dass davor hier unter dem Schloss was ganz anderes stand. Und tja, lasst euch überraschen. Es wird in jedem Fall jetzt spannend. Und hier seht ihr noch so Überreste von so alten Parkanlagen, so diese alten verwilderten Sträucher und ne, Pflanzen, die hier noch so stehen, die findet man ja überall. Es scheint auch ein wunderschöner Park gewesen zu sein. Und ich zeige euch nochmal eine andere Ansicht von dem Schloss. Leider kommen wir da nicht drauf. Es ist alles in Privatbesitz. Und hier sehen wir auch nochmal wunderschön dieses Becken, ne, was sich hier direkt bis zum Schloss
ran erstreckt. Das heißt, es war auch schiffbar. Und hier auf diesem Hügel gelegen, da war ganz sicher noch was richtig Altes, ne? Was mit dem Schloss hier gar nichts zu tun hat, weil das wurde mehr oder weniger in der Neuzeit gebaut. Ne? Aber die wussten ganz genau, welche Orte sie bebauen. So, und jetzt lasst euch mal überraschen. Zwischendurch noch ein paar Beeren vom Mehlbaum. Ne? Immer ganz gut jetzt alle Früchte, die euch jetzt in dieser Jahreszeit, die im Herbst gegeben werden, solltet ihr euch auch zu Gemüte führen, denn die sind dafür da, dass ihr genügend Abwehrstoffe habt und genügend Vitamine, dass ihr auch über diese dunkle Zeit kommt. Ne? Und da das ja oftmals in Vergessenheit geraten ist, isst man das ja gar nicht mehr, weil es ist ja angeblich giftig oder man kriegt davon Bauchschmerzen und all diese ganzen Dinge hat man ja den Kindern schon das Kindesbein aus Unwissenheit erzählt und dann kann man die halt nicht mehr essen oder isst man die nicht mehr und dann fehlt natürlich was. Und wer reibt sich die Hände? Die Mafia, ne? Die reiben sich die Hände, weil dann alle zum Mann mit dem weißen Kittel laufen. So. Ja, wir sind jetzt hier immer noch auf diesem alten Pfad. Ja, und dann bin ich hier einfach lang gelaufen. Und ich dachte, wunderschöne Natur. Das ist so eine alte Aue, ne? Man würde überhaupt nicht denken, dass hier überhaupt mal ein See war, wenn man sich das gar nicht so zu Gemüte führt. Ich zeige euch das nochmal hier. Ich gehe hier nochmal durch. Hier seht ihr schon, wie das Seegras hier, beziehungsweise das Schilf hier noch steht, wie das hier wächst. Ne? Und hier ging das rein. Hier sind die reingefahren. Direkt zum Schloss. Und wo das Schloss noch nicht stand, waren es garantiert Langschiffe. Denn das, was ich euch jetzt zeige, das ist, naja, das ist mir heute wieder richtig gut zugefallen. Und ich bin hellauf begeistert. Ihr merkt es wahrscheinlich auch, wie es meine Stimmung anhebt. Denn, ja, lasst euch leiten. Geht nicht in irgendwelchen Touri-Gruppen oder irgendwo anders hin oder Bücher, sondern lasst euch leiten, weil ihr werdet genau dorthin kommen, wo ihr hinkommen sollt, auf euren Schicksalsfahren. Und warum ich hier heute bin, das kann ich euch noch gar nicht sagen. Und schaut mal hier. Hier haben wir noch so eine alte Brücke. Ist auch wieder ein Indikator, dass hier mal ehemals ein Park war, ne? Und dass das Wasser auch hier war. Man sieht, das ist alles versiegt. Und man muss immer wissen, in welch einem Tempo hier das Wasser zurückgeht. Ne? Denn wir sprechen hier von wenigen 100 Jahren, wo hier das Wasser noch stand. Ne? So, jetzt geht es aber weiter. Und alles, was wir jetzt hier sehen, jetzt seht ihr gleich ein paar Gebäude, die sind mittlerweile auch so zu so Einfamilienhäusern ausgebaut, sind alles im Ursprung mir fällt es gerade nicht ein. Huch, wer bist du denn hier? Komm mal her. War das eine Ratte? Keine Ahnung. Oh, wer weiß. Hier, diese ganzen Gebäude, das war dieser ehemalige Wirtschaftshof. Ja. So. Und dieser Wirtschaftshof, das gehörte alles zu diesem Schloss Farchentin. Und da bin ich hier so lang gelaufen, weil ich dachte, na, besuchst du denn nochmal die Kirche? Da werden wir jetzt gleich nochmal in Anschluss hingehen. Und dann gucke ich hier so. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, ist die reine Wahrheit. Und dann sehe ich hier archäologisches Denkmal. Na, gucke einer an, sagte ich mir. Da gehst du doch jetzt mal rein, ne? So. Und das tun wir jetzt.
Da laufen wir jetzt hin. Dann werdet ihr überrascht sein. Also hier so mitten in der Pampa, ne? Also hier ist nichts. Hier ist alles nur, kann man sagen, Auenwald, Urwald. Man sieht hier ab und an ein paar Steine. Da dachte ich erst, na, wird es denn so eine Grabanlage sein, so ein Hünengrab, ne? Ist ja meistens auch mal ein Indikator, wenn hier so Steine liegen. Und oftmals haben die ja dann auch da in der Nähe irgendwo gebaut, weil das sind ja energetische Plätze, ne? Und oftmals wurden dann auch diese Grabanlagen geschändet und dann haben sie ihre Gutshäuser draufgesetzt. Aber wartet mal, wird noch besser. Hochinteressant. Also ja, ich kannte das hier nicht. Und dann bin ich extra jetzt nochmal zurück zum Landschiff und habe die Kamera gezückt, weil ich wollte jetzt nicht alles mit dem Telefon aufnehmen. Dann hätte es wieder Beschwerden gegeben wegen Ton und wie auch immer. Und wir wollen ja auch eine vernünftige Qualität hier anbieten. Also habe ich mir jetzt nochmal die Kamera geholt. So. Und jetzt seht ihr hier schon den ersten freien Platz. Ne? Man sieht es also schon, dass es hier irgendwo nach Siedlung aussieht. Ja? Und man sieht dann auch hier, wie hier auf dem Weg zum Beispiel Sandstein. Ne? Und dann hat man hier so wie so ein Plateau, wie so ein Hügel. Na, kleinen Moment, ich muss mal noch eine kleine Beere verspeisen. So. Und dann seht ihr hier, hier steht auch so eine alte, schöne Eiche drin, genau an diesem Platz. Und jetzt schaut mal, dieses ganze Gebilde hier ist ringförmig angelegt. Also die Vegetation, man sieht es hier auch, diese Sträucher, wie die hier wachsen und die Hecken, alles ringförmig. Ne? Stehen jetzt so ein bisschen am äußeren Ring, sind noch nicht direkt in der Mitte. So. Und das war auch wie im letzten Video, wo ich mit den Jungs und dem Mädel da im Havelland unterwegs war. War auch an einer ganz bestimmten Stelle alles zerwühlt von den Tieren. Alles zerwühlt. Und hier ist es genauso. Genau nur hier dieser Hügel ist komplett zerwühlt. Ja, ihr seht das. Hier sind überall Löcher. Hier Löcher. Alles. Und dann steht hier diese dicke Eiche drin. So einfach mittendrin. Ja? Hier sind nur Sträucher. Das ist umsäumt vom Buchen. Ringförmig. Und hier in der Mitte steht die Eiche. So. Und dann finden wir hier so ein Fundament. Und da fragen wir uns doch, oder sollte man sich doch fragen, was ist das hier für ein Fundament? Warum steht hier so ein Betonfundament, so mitten auf dem Berg? Na, hier sind auch überall Löcher. Ist auch alles zerwühlt. Hier, seht das? Sind überall Löcher. Na? So. Und als ob die Tiere hier nach einer bestimmten Energie graben. Denn die tun es ja nicht unbewusst. So, und jetzt schaut euch mal hier diese wunderschöne Eiche an. Und diesen Ort hier, diesen Platz, wenn ihr hier steht. Eben gerade war es richtig stürmisch draußen, kalt und so. Ne? Jetzt stehe ich hier, jetzt hören wir nur den Wind. Es regnet nicht und es ist hier eine für mich ganz besondere Stille und Ruhe, wenn man das jetzt so bezeichnen kann. Man hört auch den Wind in den Baumwipfeln, aber dennoch strahlt dieser Ort eine Ruhe aus, etwas Behütetes. Und hier sehen wir dann, wie gesagt, diesen Ringwall. Und jetzt habe ich es schon verraten, denn, meine lieben Freunde, ich zeige euch mal was. Und nichts ist Zufall. Das ist, sollte ihr heute sein. Warum auch immer. Schaut mal. Turmhügel mit Vorburg. Die gesamte Anlage ist von einem Wassergraben umgeben. Der Hügel von der Vorburg nochmals durch einen Graben getrennt.
In der Vorburg standen die Wirtschaftsgebäude, Rekonstruktion nach Grabenfunden oder Grabungsbefunden. Abbildung nach Spuren. Spuren der Jahrtausende. Stuttgart 2002. So, meine lieben Freunde. Was sagt er dazu? Jede Reise, auf der ihr euch begebt, wenn ihr euch leiten lässt und euch geistig aus der Matrix entfernt und nicht irgendwelchen Touri-Kalendern oder irgendwas hinterherlauft. Sicherlich, klar, ist das hier irgendwo beschrieben. Ne? Aber das hätte ich nicht gefunden. Das hätte ich, wenn da, wie kommt man hier drauf, hierher zu fahren? Ne? So, und ihr seht das. Und das hat einen Grund. Ne? Und hier schreiben sie es ja, hier wird es dann wieder als Graben bezeichnet. Ne? Und es war kein Graben. Das Ding war komplett im Wasser. Es ist das, wie was ich euch immer sage, das ist eine Hallicht. Das ist das, was ihr im Pömmelte seht. Das ist ja, was ihr überall sehen könnt. Diese Anlagen wurden immer im Wasser gebaut. Und kreisrund, so wie unsere Erde nämlich auch ist, so wie das Symbol der Templer sind und oder der Templer ist und so wie das Symbol von Mutter Erde ja auch ist. Ne? Also immer im weiblichen Kontext errichtet. Immer mit der Natur und mit Mutter Erde. So. Und genau so wurde das erbaut. Und genau so sah unsere alte Welt aus. Komplett vom Wasser umgeben, wie man es in Platons und in allen anderen Schriften Atlantis kennt. Und diese Anlagen waren immer am und im Wasser gebaut. So, unsere gesamte Welt, so wie wir es in der Uralinda-Chronik ja auch lesen, bestand aus Burgen, Vorburgen und Höfen, Landsitzen. So, ich filme das mal hier noch näher ran, ihr könnt das dann nochmal sehen. Da wird dann wieder erzählt, da sind dann irgendwelche Siedler gekommen und dies und jenes. Da frage ich mich doch immer, wenn das so um 1230 war, ne? Wer war denn hier vor? Da kommt doch nicht einfach jemand und siedelt hier. Ne? Also diese ganze Geschichte hier mit Einwanderung, Zuwanderer und dies und jenes. Ja, hier sieht man es nochmal zu den meisten Dörfern, die im Mittelalter von eingewanderten Siedlern gegründet wurden. Tja, und die hier schon gelebt haben, die haben das einfach so hingenommen, dass da irgendjemand kommt. Ich meine, gut, macht man ja heute auch. Ja, heute gucken sie ja auch alle wie der Hase vor der Schlange. Ne? Er blindet und schaut zu, wie die Schlange sich hier breit macht, ne? Und das könnte man ja jetzt hier auch so in den Kontext setzen. Ne? Gehörte eine solche Burganlage. Sie wurden von den Angehörigen des niederen Adels errichtet, die als Lokatoren an der Spitze einer Gruppe von Einwanderern standen. Ja. Also hier seht ihr das nochmal. So, und jetzt gehen wir nochmal ein Stück zum See. Und ja, das wollte ich euch hier in diesem Video zeigen und euch dazu animieren, es selbst zu tun. Und einfach, sofern ihr ein Wohnmobil habt oder irgendetwas anderes, ach, das ist ja Wahnsinn. Ein riesiger Hirsch, ein riesiges Geweih. Leider haut er jetzt gerade ab, weil ich zu laut bin. Leute, wenn ihr das Teil jetzt sehen hättet, sehen können. Also ich schleiche mich jetzt mal ran. Der Wind kommt nämlich aus der anderen Richtung. Es könnte sein, dass er mich gar nicht bemerkt. Nee, der galoppiert schon weg. Ich höre ihn. Ja, schade. Ein riesiges Geweih. Ein riesiges Tier war das gerade. Ein riesiger Hirsch. Hier eben gerade lang getapst. Hier durch. Hier ist er durch. Hier seht ihr schon noch die Spur. Da ist er. Ganz frisch. Wunderschön. Der schlaue Jäger würde es jetzt natürlich vielleicht erlegen, damit er Spaß dran hat, dass er sich dann diese Trophäe, diesen Leichnam, diesen Körper als Trophäe in sein Wohnquartier hängt, damit dann mit einer der anderen Menschen
oder Wesenheiten dann berichten kann, was er doch für ein stolzer Hirsch ist. Ihr seht das nochmal, hier ist auch eine frische Spur, guckt mal. Und der wird mich natürlich schon längst gehört haben. Aber vielleicht ist er ja gnädig. Und ich darf mir ihn anschauen. So, wartet mal. Ah, jetzt bestimmt die alle Berge. Ich habe nämlich galoppieren hören. Da. Das ist das Reh dazu. Jetzt ist es weg. Habt ihr es gesehen? Schwarz. Und der Hirsch dazu ein riesiges Geweih gehabt. Jetzt hört er schon. Jetzt macht er schon seine Laute. Hauptsache, der kommt hier nicht an und will was von mir. Aber er weiß ja, dass ich ihm nichts tun werde. Wir pirschen uns jetzt mal ran. Ein riesiges, stolzes Wesen, euer lieben Freunde. Ach, scheiße. Naja, wenn man natürlich wie die Axt im Walde hier unterwegs ist. Tja, schade. Naja. Aber hier haben sie ihr Quartier. Hier sieht man es ganz klar. Da. Ist das ein Riesenteil. Ich sehe jetzt gerade. Ich sehe ihn. Zeig mir. Komm, zeig dich. Da ist er. Seht ihr da? Man sieht so ein bisschen das Geweih. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt ist er da hinten. Ach, Mensch, ey. Was für ein Erlebnis, meine lieben Freunde. Ich halte einfach mal die Kamera hoch. Weil ich sehe ihn gerade nicht. Ja, und hier haben die ihr Lager. Hier sieht man es ja, ne? Wie das hier alles breit gedrückt ist und wie das hier liegt. Und hier streifen die denn durch, ne? Wo bist du denn? Ah ja. So. Ja, so ist er. Nun sind sie weg. Die Bande. Die Bande ist weg. Aber was für ein stolzes Tier. Wunderschön. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Wenn ich jetzt dann bald wieder in meinem Schiff bin, an Bord bin, dann werde ich mal die Aufnahmen sichten und vielleicht konnten wir dann gemeinsam noch sein Geweih sehen. Wunderschön. Und da frage ich mich immer, wie kann man sowas erschießen, sowas erlegen? Ich meine, in der heutigen Zeit und diese Behauptung, man müsste doch das Wild kontrollieren und
und im Zaum halten oder wie auch immer, was sie da für Erklärungen haben. Und sie sich dann aufspielen als kleine Erdengötter. Ja, meine lieben Freunde, müsst ihr euch nicht wundern, egal wie reich oder erfolgreich ihr in der Matrix seid, über Geld, Beruf oder wie auch immer, ihr seid dennoch nicht glücklich. Und ihr seid deshalb nicht glücklich, weil ihr sowas tut. Weil ihr Tiere grundlos tötet. Denn keiner von euch muss Hunger leiden. Keiner von euch muss eine Familie damit ernähren oder sich das Fell holen, um sich zu wärmen. Und zumal wir das ja zu ursprünglichen Zeiten ja niemals brauchten und niemals auch tragen. Wir trugen keine Körper von anderen Seelen, also sprich Felle oder Knochen oder irgendetwas. Ne? Wir waren in der Lage hier aus derartigen Pflanzen, ja, und da braucht man nicht nur diese Hanfpflanze, die ja bewusst von der Matrix in den Himmel gehoben wird. Da gab es ganz andere Pflanzen, die man da nehmen konnte. Auch die Brennnessel konnte man nehmen, um sich Kleider und feinste Stoffe herzustellen. Ne? Das konnte man alles aus Pflanzen. Nur das Wissen ist dazu nicht mehr da. So, und ja. Und dann erzählen sie ein, und das ist ja denn diese, sind wir wieder bei der Darwin'schen Theorie, ne? Und Duden, der unsere Sprache denn zerstört hat. Hier haben sie gelegen übrigens. Hier haben sie ihr Lager gehabt. So, jetzt werden wir uns hier mal entfernen, weil wir sind hier nur Gäste. Ich habe gedacht, dass sie sich mir zeigen, als hat er ja getan. Und ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und dieses ganze Schulsystem, dieses Universitätssystem und diese ganzen Geschichtsverklärer, die tragen ja dazu bei, dass ihr denkt, wir haben Fleisch verzehrt, wir haben uns mit Fellen bekleidet. Nein, das haben wir alles nicht. Und in den alten Märchen, in den alten Sagen, kommt es ja nicht von irgendwo her, dass Kinder mit Rehen spielten und dass Menschen zu den Tieren einen ganz anderen Bezug hatten. Denn warum hatten die das denn? Das Tier riecht, dass ihr oder wenn ihr Fleisch konsumiert, ne? Und verspeist. Und dann erkennt es euch automatisch, weil ihr aus jeder Pore, wie wenn ihr Knoblauch essen würdet, so auch Fleisch isst, aus jeder Pore danach riecht. Und das riechen die Tiere, weil die ganz andere Sinne haben. Und die erkennen das. Ja, und dann flüchten sie, weil sie euch als Feind, als Jäger erkennen. Und deshalb kriegen wir nur noch selten solche stolzen Tiere zu Gesicht. Und deshalb sitzt denn der Jäger in seinem Hochstand mit verschiedensten Hilfsmitteln und versucht, dieser armen Seele aufzulauern und einfach aus Lust heraus zu erschießen. Und da lasse ich eure Gesetze, eure Naturgesetze, von wegen ihr wolltet irgendwas hüten oder irgendwas beschützen. Nein, das ist einfach nur ein Gesetz, um euch das zurechtzulegen, damit ihr es könnt und damit ihr immer in diesem seelischen Verfall, damit ihr da drin bleibt. Und das ist übrigens auch das Angeln, ne? Das gehört dazu. Das ist alles, wird alles zum Sport und zur Regulierung. Da gibt es dann zum Beispiel Abschussprämien. Da wird das dann alles verklärt mit, damit man weiter den seelischen Verfall unserer atlantischen Menschen hier vorantreiben kann. Und deshalb tun sie das. Und deshalb tut ihr das und ihr fallt noch alle drauf rein, anstatt euch dieses Tier anzuschauen, vom Boot aus, im Wald, so wie ich es gerade getan habe. Und wenn das Tier dazu bereit ist und euch sehen möchte und mit euch kommunizieren möchte, dann setzt es auch nicht zur Flucht an, dann bleibt es da und ihr dürft es bestaunen. Was ich ja jetzt gerade durfte, aber nur eben aus sicherer Entfernung. Ne? Er ist ja nicht komplett verschwunden. Er hätte ja auch die Flucht ansetzen können und wäre weg gewesen. Wir haben ihn ja gerade nochmal gesehen. Ich hoffe, die Aufnahmen können es zeigen. Und
wenn ihr an einem so einem See seid, wie hier, und wenn ihr euch vorstellt, dass der Meeresspiegel einst ein anderer war, dann wisst ihr auch, warum in diese Richtung ca. 300 Meter dieses Schloss steht. Es war alles befahrbar. Diese Burganlage, die uns hier gezeigt wird, das sind alles Botschaften. Es ist alles da, meine lieben Freunde. Und viele suchen ja immer nach dem Beweis. Was soll ich euch hier mehr beweisen? Und ich kann euch auch nur beweisen, dass ich hier einfach hergefahren bin, um mir einen Zwischenstopp einzulegen. Ich habe ja nicht hergefahren, sondern ich habe ja einfach angehalten, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich mal eine kleine Pause einlegen und dann fahre ich wieder weiter und dann erblicke ich genau das. Ich hätte auch irgendwie gut an irgendeinem expeditiven Parkplatz stehen können, in irgendeine Waldschneise oder sonst wo. Nein. Die Urquelle hat mich hierher geführt. Die Urquelle hat mir heute auch dieses wunderschöne Tier und dessen Herde gezeigt. Und das hat alles, es ist alles, es hängt alles miteinander zusammen. Es ist alles Energie. Und wenn ihr hier Fische an einem Haken, an einem, naja, ich sag mal, das erinnert mich immer so an so ein OP-Besteck hier rauszerrt, nur des Sportes willen, um sie zu vermessen, zu wiegen und anzuschauen und vielleicht ein paar coole Bilder dazu machen, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch selber dann irgendwann mit Krankheit belastet, warum ihr chronische Krankheiten bekommt, warum ihr Krankheiten aus eurer inneren Seele herbekommt. Und das letzte Video, das vorletzte Video, was ich euch gezeigt habe mit dem Verfall, mit dem spirituellen Verfall, was der Leon gleich auf dem Titelbild ja in dieser Wehrmachtsuniform einst sagte, dass der Körper immer nur dann krank ist, wenn der spirituelle Verfall gegeben ist. Da müsst ihr euch nicht wundern, meine lieben Freunde, warum ihr kein Getier mehr seht, warum ihr nur noch am Kämpfen seid, in eurer Arbeitstretmühle steckt, eure ganzen Arztbesuche. Merkt ihr das nicht, dass das sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter zuspitzt? Warum? Kann ich euch sagen. Euer Fleischkonsum, der gesamte Fleischkonsum hier, nicht nur in Europa, auf Erden, ist so exorbitant hoch geworden, dass der Fleischverzehr zu 90% mittlerweile die Ernährung des Menschen ausmacht und 10% ist dann Beilage. Aber vor 150 Jahren gab es noch diesen Begriff Sonntagsbraten. Ne? Da hat man nämlich nur Sonntagsfleisch gegessen und die restlichen Tage hat man sich entweder von Rohkost oder von, ja, man sagt ja hier zu den Deutschen nicht ohne Grund Krauts, ne? Dass man eben fermentiertes Gemüse jetzt im Winter verspeist hat, etc. pp. Muss ich euch eigentlich gar nicht erklären. Ihr wisst ja genau, worum es geht. Ne? Alles unterliegt einer Sucht, einer menschlichen Krücke. Das Rauchen, das Trinken und die Jagd. Ihr braucht diesen Adrenalinkick. Ja, ihr könnt keine Menschen erschießen, weil das ist ja das höchste Gut, ja, in dieser Matrix. Es wird ja dann mit der Geburt, mit der Steuernummer, wird es ja gleich verwurstet und als Vermögen angelegt. Also lässt man euch Tiere schießen, damit ihr euch befriedigen könnt als Großwildjäger. Dann macht doch eins, nimmt eine Lanze und versucht den Eber zu jagen. Ne? Gertrud Kolmar sagt es ja in dem Lied, was ich jetzt demnächst mit der Simone bald singen werde und auch hier wieder auf diesem Kanal veröffentlichen werde oder auf meinem Telegram-Kanal. Sagt doch eins, und wenn ich den Eber morde, werden mich die Wölfe fressen. Warum? Ihr wundert euch, warum ihr Bauern euch die Wölfe, die Schafe wegfressen? Ja, wenn ihr Bauern seid doch oftmals selbst auch Jäger, dann lasst doch mal das eine, um das andere zu gewinnen. Aber das könnt ihr nicht, weil ihr einer Sucht verfallen seid. Ihr wollt einfach nur morden. Schaut mal, und da sehen wir übrigens das Schloss in der Ferne, ne? Seht ihr den Turm? Da ist der Turm. Und hier zwischen liegt die Senke, ne?
Hier ging das Wasser rein, direkt ans Schloss heran. So. Und diese Anlagen zeigen uns doch, wie wir gelebt haben. Mit dem Wasser und im Wasser, in der Natur. Und jetzt würde der eine oder andere sagen, ja, dann müsste ich ja leben wie ein Wilder. Nein, das haben sie nicht. Sie lebten nicht wie die Wilden. Niemals. Niemals. Das erzählen sie euch, damit sie ja den angeblichen heutigen Fortschritt ja euch weismachen können und euch zeigen können, wie fortschrittlich ihr ja seid, dass ihr nicht mehr jagen müsst und mit Fell behangen irgendwelchen Kulten frönen müsst und dies und jenes, was sie euch so in ihrer Geschichtsflatterei erzählen. Das tun sie genau aus dem Grund, damit sie ihre sogenannte Moderne erklären können, ihren Fortschritt. Ja, fortschreiten. Wir sind fortgeschritten von der Urquelle. Das haben wir getan. Das ist der Fortschritt. Nicht Fortschritt in dem Sinne, dass wir uns zu etwas Höherem entwickelt haben. Wir haben uns überhaupt nicht zu irgendetwas entwickelt, sondern wir sind jetzt die Neandertaler. Genau das, was sie ja wollten. Ne? Und meine lieben Freunde, die Tiere, jetzt sind wir wieder hier im Zentrum dieser Wallanlage, zeigen uns es doch. Schaut mal hier. Die buddeln doch hier nicht ohne Grund, genau an diesem Platz. Klar, könnte man jetzt sagen, ja, die graben hier die Eicheln aus, ne, von der großen Eicher. Ja, könnte man alles behaupten. Ne? Aber ich kann euch sagen, meine lieben Freunde, die Tiere wissen ganz genau, wer wir sind, wohin wir uns entwickelt haben. Und sie leiden. Sie leiden jeden Tag. Ja, so. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu der Kirche. Da war ich jetzt noch nicht. Ich bin ja jetzt gleich wieder zurück und habe die Kamera geholt. Und nachher machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher zum Schloss. Gucken uns das nochmal aus näherer Umgebung an, soweit wie wir rankommen. Und dann habt ihr heute wieder gesehen, dass wenn man die Augen aufmacht, dass man so viel entdecken kann und so viel erleben kann, mehr als an so einem oder in so einem billigen Sangria-Saufurlaub auf Mallorca. Die Insel wurde mittlerweile ja schon komplett geschändet mit Alkohol und Sünde. Ne? Auch als ehemaliger Hochburg der Templer. Und naja, dazu werden wir dann noch kommen. Da kommen wir dann mal später zu. Unser jetziges sogenanntes Deutschland ist noch groß und da kann ich euch noch so viel zeigen. Und übrigens dieses Wappen, was ihr jetzt demnächst auch, was ihr jetzt öfters wieder sehen werdet oder jetzt überhaupt sehen werdet, dazu werde ich noch eine ausführliche Beschreibung geben, warum die Blume des Lebens dort drin ist und warum dieses Templerkreuz mit da drin verbunden ist. Ja, lasst euch überraschen. So, jetzt geht's Richtung Kirche. Die ist dort, diese Luftlinie. Und wir sehen uns gleich. Ach übrigens, schaut mal. Wir sind ja vorhin aus dieser Richtung gekommen. Von hier ist dieses Schloss, ne, in diese Richtung. Dann sind wir jetzt hier abgebogen zu dieser Wallburg hin. Ne? Und dieser Weg jetzt hier, ne, hier habt ihr wieder die Kastanien, die ich euch vorhin gezeigt habe. Die wurden natürlich hier durchtrennt, ne? Also hier wurde denn mal was gefällt und hier ist ja dann mittlerweile diese ganzen Güter hier oder dieser Wirtschaftshof von dem ehemaligen Schloss wurde ja sozusagen dann auch wieder parzelliert in neuen Eigentümern, damit diese ganzen alten Strukturen natürlich der Adelshäuser zerstört bleiben, denn nicht alle adligen Linien waren bösartig, es gab auch eine lichte Seite. So. Und hier, da werden wir noch drauf zukommen, ja, oder dazu kommen. Aber hier seht ihr zum Beispiel die wunderschönen Kastanien. Ne? Ich meine, wer legt denn heute noch sowas an? Ja? Und da sieht man, dass oftmals natürlich auch mit der Natur gewirtschaftet wurde. So, und hier haben wir so eine ganz alte, na, ich will es nicht sagen Pflasterstraße, aber das wurde so mit kleinen Bruchsteinen aufgeschüttet und wahrscheinlich festgefahren. Und das ist dann diese Straße, ne, diese Allee. Schaut mal, wie schön das hier ist. So, und diese Allee folgt genau der Uferlinie
Wir sehen es jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt genau jetzt hier auch erkennen könnt, dass sich die Vegetation hier ändert. Ne? Wir haben hier genau hier einen Schnitt. Seht ihr das? Und da ist es das Wasser, ne? Wo das Wasser stand. Und hier ist die alte Uferlinie. Und genau hier an der Uferlinie konnte man entlang fahren oder entlang reiten oder gehen oder wie auch immer. Wir gehen noch mal ein Stück rein. Und hier seht ihr das. Ja? Hier ist alles Seegebiet. Und hier hinter ist auch gleich der See. Ne? Und der geht ja natürlich jetzt jährlich zurück. Wir sehen jetzt hier immer noch so ein bisschen Schilf. Ne? Und man kann ja immer sagen, da, dort wo das Schilf, wo der Schilfgürtel ist, war noch vor ungefähr 20, 30 Jahren noch Wasser. Ne? Und jetzt geht's, verlandet das immer mehr. Und die Leute sagen immer, ja, man ist das verlandet, weil, was weiß ich, weil man sich nicht drum kümmert oder weil wir es nicht ausbaggern oder wie auch immer. Nein, das Wasser geht einfach zurück. Wie soll was verlanden, wenn das Wasser da ist? Ne? Also die Pflanzen passen sich ja an dem Wasser und nicht das Wasser an den Pflanzen. Das ist ja Quatsch. Es ist einfach, wenn das Wasser zurückgeht, klar, dann verlandet es und dann bilden sich wieder neue Gewächse an der neuen Uferlinie. Und dann könnte man natürlich sagen, es verlandet, aber es verlandet nicht grundlos. Ne? Die Frage, die große Frage ist immer, die ihr euch stellen müsst, wo ist das Wasser hin innerhalb kürzester Zeit? Ne? Ich meine, wir sehen ja jetzt hier noch einen Weg, der hier eindeutig an der Wasserlinie lang ging. So, hier seht ihr das. Alles Wasser mal gewesen hier. So, also bis gleich. Wir wandern jetzt zur Kirche. Und mal schauen, was wir da entdecken. So, meine lieben Freunde, hier kann man es nochmal sehr gut sehen. Hier seht ihr das. Da hinten ist nämlich sogar noch so eine Art Wehr, eine Brücke. Da gehen wir jetzt nicht hin, weil ich irgendwann auch mal weiterfahren muss. Das könnt ihr ja vielleicht alleine erforschen hier. Die, die in der Nähe wohnen oder die auf der Durchreise mal sind. Und hier seht ihr die aktuelle Uferlinie. Das ist genau dort, wo diese abgestorbenen Bäume stehen. Und hier bis hier vorn war das Wasser. Hier sieht man es nochmal sehr schön. Und man sieht, dieses Wehr dort hinten, das bauen die auch nur, um das alles trocken zu legen. Es war alles Wasser hier. So, und wir sind jetzt hier gerade, jetzt gucken wir mal, am Elendsbruch. Am Elendsbruch sind wir hier. So, und was kann man jetzt hier noch lesen? Hier ist übrigens das nochmal beschrieben, das archäologische Denkmal. Dann ging es also hier, wir kommen jetzt aus dem Elendsbruch und dann geht es zum großen See. Naja, seht ihr. Also hier hinter muss noch ein See sein, noch ein großer See, hier in diese Richtung. Da gehen wir aber jetzt nicht hin. Das könnt ihr euch dann vielleicht auf Google anschauen oder irgendwo anders. Und hier haben wir einen Rundwanderweg, Hungersdorf und Sorgenlos. Wir haben also einmal Elendsbruch, ne? Das Elend, wo es gebrochen wurde. Und dann haben wir noch Hungerstorf, man könnte auch Dorf draus machen, und Sorgenlos. So, und diese ganzen Wiesen hier, die waren alle einst mit Wasser gefüllt. Und schaut euch mal diesen wunderschönen germanisch wirkenden Kirchturm an. Komplett mit Holzschindeln beschlagen, der Turm aus Holz und diese Allee, der wir jetzt hier folgen, führt genau zur Kirche, ne? Also an der Kirche vorbei. So, bis gleich. So, meine lieben Freunde, angekommen hier an der Kirche. Und was soll ich euch sagen? Diese Kirche ist ein Rundling. Das ist ja wieder, das ist also unglaublich. Unglaublich, was wir hier heute wieder entdecken. Das ist rund, das Ding ist komplett kreisrund hier gebaut. Gucke ich doch mal gleich hier hinter. Ah, und da hinten steht das Landschiff. Genau. Und wir stehen jetzt hier vor einem großen Becken, was wir nämlich vom Landschiff aus gesehen haben. Schaut mal. Hier. Und dort hinten steht das Landschiff. Dort hinten. Da, genau. Und hier ist ein tiefes Becken. Und genau hier am Becken, wenn wir uns drehen, haben wir diesen Ründling, wo jetzt diese Kirche drauf steht. Und sie ist auch sehr alt. Und jetzt werden wieder viele kommen, ja, da war dies und jenes. Nein, meine lieben Freunde.
Ich muss euch leider immer wieder mitteilen, und das werde ich euch auch noch mitteilen, dass das, was ihr von dem sogenannten Christentum wisst und denkt und glaubt, ist nur ein Glaube. Ich werde es euch zeigen. Am Ende unserer Reise werdet ihr sehen. So, und das ist eine alte Tempelanlage, vermute ich mal. Ich spüre das hier, dieser Ründling. Das ist der Mutter Erde hier gewidmet gewesen. Und wenn ich sie dann immer höre, da fabulieren ja immer viele auch andere YouTuber dann über, ja, die Christen und die Christen. Das habe ich letztens auch erst geschrieben auf einem Facebook, unter einem Facebook-Beitrag. Dann erklärt es mir doch, oder erklärt es doch der Welt, wer hat denn die Christianisierung betrieben? Wer waren es? Wer waren die Leute? Von welchem Blute waren sie? Von welchem Stamme waren sie? Und da kommt meistens nichts. Das heißt, ihr wisst gar nichts. Alles, was ihr darüber berichtet, ist erlesen aus irgendwelchen Geschichtsbüchern oder das, was sie euch ja bewusst mitgegeben haben, damit ihr euer altes Wissen ja ablegt. Das tun sie. Und deshalb schreiben sie auch immer über Pädophilie in den Kirchen und dies und jenes. Versteht ihr das? Genau deshalb tun sie das. Das hat keinen anderen Grund. Sie wollen euch davon trennen. Und davor trennen. So. Und jetzt schaut mal hier. Kann ich mich auch sagen, dass diese Anlage sehr alt ist. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier rein. Genau. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Da seht ihr nämlich an den alten Backsteinen, dass diese Anlage hier mehrere hundert Jahre schon steht, diese Kirche. Wunderschön in einem Fachwerk. Denn das ist hier das alte Klosterformat, das sogenannte Klosterformat. Na? Ich lege hier mal meine Hand drauf. Dann seht ihr, dass das nicht in diesem Reichsformat gemauert wurde, sondern mit Kalk in diesem alten Klosterformat im gotischen Stil. Die Goten sind ja die Guten, die Göttlichen. Ne? Hat man ja auch dann wieder zerfleddert und Dinge erzählt, die nicht entsprechen. So, und hier hat man dann auch wieder so ein kleines Schiff vorgebaut. Hier haben wir nochmal noch so eine alte Widmung von Richard von Strahlendorf. 12.06.38 bis 27.11.44 sieht so nach Krieg aus. Und ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Jeremia 31,3. Naja, gut. So. Meine lieben Freunde, auch hier wieder. Achtet mal darauf. Ja, wenn sie doch denn alle hier so gegen diese alten Gebäude hetzen und sich die Mäuler zerreißen und versuchen, denn irgendein Heidentum zu erklären und zu begründen. Fragt euch doch erstmal, warum überhaupt diese ganzen Portale hier seitwärts immer zugemacht worden. Wer hat denn das gemacht? Ne? Wenn die gleichen, wenn angeblich diese Leute, die ihr jetzt hier so hasst, die hier drinnen sitzen, ja doch diese Häuser auch gebaut haben. Nein, die meisten, die heute hier drin sitzen, sind diese Besitzer, die diese Anlagen, unsere Anlagen hier besitzen. Ne? So, und diese hier, das kreisrund, ne? Diese Zaunanlage hier, kreisrund. Und dieses Portal, da wo die Bank jetzt davor steht, direkt, ja, auch wieder energetisch wie so eine Sperre. Ne? Warum macht man diese Portale zu? Da seht ihr den Domanlagen, das seht ihr Magdeburger Dom, da werden wir noch ausführliche Videos drüber schneiden und auch produzieren, dass ihr sehen könnt, warum diese Portale zugemacht werden. Das hat nämlich einen energetischen Grund, weil unter diesen Anlagen liegen nämlich Wasseradern und Linien und meist auch Tunnelgewölbe, die dann überbaut wurden mit gewissen anderen Anlagen. Ne? Das ist aber hier eine alte Anlage. Die ist im gotischen Stil gebaut und erst dann hat man hier den Glockenturm vorgebaut, wie ihr sehen könnt. Ne? Denn im Ursprung hatten die wenigsten Kirchen einen Glockenturm. Denn der Glockenturm sollte ja immer die Matrixzeit einläuten. Deswegen hat man ja auch den gregorianischen Kalender eingeführt. Aber im Ursprung waren diese
Kirchengebäude und auch diese Domanlagen. Ganz andere Anlagen. Das waren nämlich so eine Art Langhäuser. Und hier seht ihr das zum Beispiel. Guckt mal hier. Hier hat was ganz anderes vorgestanden. Hier war ein Portal vor. Guckt mal. Hier seht ihr das. Hier war kein Kirchturm. Ja? Also jetzt denkt nicht, dass er das hier sagte. Ja, hier stand der alte Kirchturm. Nee, stand da nicht. Guck mal, der war ja dann nur bis hier hochgemauert. Seht ihr das? So, das heißt also, hier war so eine Art Portal dran. Ne? Das hat man einfach zugemauert. Oder abgerissen. Da oben ist ja nämlich noch ein Fenster. Und deswegen kann da auch kein Kirchturm gestanden haben davor. Hier war ein flaches Portal. Und wir holen jetzt mal den Kompass raus. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Nehmen wir mal alles dabei. Ich hatte letztes Mal auf der letzten Tour hier meine Tasche komplett umgeräumt. Ah, ich weiß, wo es ist. Den hatte ich hier, glaube ich, reingesteckt. So, dann norden wir das Ding mal jetzt hier ein. Dann gucken wir noch mal, was hier tatsächlich los ist. Ne? So, ja, typischerweise ist das Schiff natürlich nach Osten ausgerichtet, ja, hier sehen wir es. Könnt ihr das sehen? Ja, also wir stehen jetzt genau hier. So entlang geht das Kirchenschiff, ne, und wir sehen es also nach Osten ausgerichtet. Norden ist in diese Richtung. So, und warum das nach Osten ausgerichtet ist, wir haben auch nochmal ausführliche Videos machen. Nicht, weil man in Jerusalem irgendeinen Tempel verehrt oder irgendwas, sondern es hat einen ganz anderen Grund gehabt, meine lieben Freunde. So, hat auch ein bisschen was mit dem Lied zu tun, die Grenzwacht hielt im Osten, ne? Ihr kennt es ja. So, nun schaut mal. Aber dennoch ist dieser Turm schön anzusehen. Ne? Es ist so ein bisschen im nordischen Stil gebaut, so wie man es mag. So, aber diese Häuser, das waren im Ursprung, waren das hier Langhäuser. Das waren Gesellschaftshäuser, da hat man sich getroffen, da hat man gesungen, da haben die Minnen drin gestanden und dann hat man sich hier energetisch aufgeladen. Ne? Und hier wurde auch Gericht gesprochen und hier wurde alles gemacht in diesen Häusern. Und weil das schon immer die Versammlungsorte waren, hat man ja oftmals auch, wo diese hunnischen Krieger und diese asiatischen, persischen Horden ja eingefallen sind, oftmals ja auch die Menschen hier in diesen Kirchen auch umgebracht. Ne? Wo man das sind nämlich denn die, das sind übrigens unsere alten Tempel, meine lieben Freunde, ne? die Templer. So, und nicht die Templer, die ihr kennt aus Funk und Fernsehen, ne? Die angeblich Banker und was ich nicht alles waren, sondern Templer waren Schützer und Hüter des Grals. Und der Gral ist eine phonetische Deutung, denn der Gral, ich hoffe, ihr habt jetzt keine Tropfen auf dem Bildschirm, ihr habt es ja schon drauf. Wartet mal, ich wisch mal schnell ab. Ich muss erstmal, es regnet nämlich gerade. Kleiner Moment. So, denn der Heilige Gral ist die Urmutter, ist die weibliche Quelle. Ja, der Heilige Gral ist, wie gesagt, die Urmutter, die weibliche Quelle. Ganz kurz, kleiner Moment. So. Ich muss mal kurz wieder runterfahren. So, ne? Das ist der Gral. Das haben sie gehütet. Sie haben die Weiblichkeit gehütet. Sie haben Mutter Erde gehütet. Das ist der Gral. Und genau deshalb hat man diese Geschichten und diese Märchen ja gebracht und diese ganzen Filme um den Heiligen Gral, wo man in irgendein Gefäß sucht, was ewiges Leben schenkt. Leute, der Gral ist die Weiblichkeit. Das ist die Mutter Erde. Und sie schenkt ewiges Leben. Und wenn ihr den gefunden habt, nämlich Mutter Erde, die Weiblichkeit, und sie beginnt wieder zu schützen, seid ihr automatisch Templer. Das ist das. Und die haben in einer Zeit geherrscht, die überhaupt nichts, aber auch gar nichts mit der Inquisition, mit der Kirche oder irgendetwas, mit irgendeiner religiöse zusammenfabulierte Schrift zu tun hat, denn diese Häuser
waren Mutter Erde gewidmet. Und wir sehen es hier an diesem Ründling, dass es hier alles kreisrund angelegt wurde. Und diese Kirche, beziehungsweise dieser Ort, war genau hier am Wasser gebaut. Schaut mal hier, es ist alles abfällig hier hinten. Hier geht es überall runter, wir haben hier hinten überall Wasser gehabt. Das heißt, das war hier auch eine Ringanlage, meine lieben Freunde, was wir hier sehen. Wir haben hier eine alte Ringanlage betreten. So. Und dieses Gebäude steht länger als dieser Vorbau, als dieser Kirchturm. Es wurde alles später erst rangebaut. Es war ein Langhaus und dort, wo meist diese Gruften sind, die sind meistens immer im letzten Drittel sind die Gruften angelegt. Dort hat das Feuer der Ewigkeit gelodert. Und dort hat man sich eingefunden. Und erst dann wurden die Kanzeln, die Altäre reingebaut, wo sie gekommen sind, wo sie ihre Religionen nämlich ausgesprochen haben. Deswegen ähneln sich ja seltsamerweise alle Religionen, ne? Die man ja dann irgendwann zu den Persern, zu den Assyrern, ja, zu der babylonischen Hure wieder zurückführen kann. Versteht ihr, was ich meine? So. Und dann haben sie angefangen, in den Domanlagen, in den Kirchen angefangen zu predigen. Schaut euch die ersten Bilder der Dömer an. Da gab es keine Kanzeln, wo irgendjemand runtergepredigt hat. Da gab es keine Bänke wie im Kino, wo dann alle sich einfinden mussten. Ne? Wenn du nicht willig bist, so wirst du zu Kreuze kriechen. Den Ablass haben sie eingeführt. Ne? Was heißt denn Fiskus? Fiskus, das war ja das, wo wir immer, der damalige Begriff ist ja Fiskus gewesen. Ich gebe ja meine Steuer beim Fiskus ab. Ne? Fisk ist das althochdeutsche Wort für Fisch. Spricht man heute noch in Schweden, in Norwegen so. Und Kuss ist der Kuss des Fisches. Die Fische, die Assyrer, ich blende euch jetzt dazu gleich Bilder ein. Die babylonische Hure, die hat den Ablass eingeführt. Und die haben diese Häuser hier besetzt, meine lieben Freunde. Dieses Heidentum, was ihr heute euch alle zurecht fabuliert, habt ihr nur aus der Geschichte. Habt ihr nur aus ihrer Geschichte, die sie euch vorgesetzt haben, damit ihr das nicht erkennt, wer diese Häuser besitzen oder überhaupt besetzen. Was war denn zu der Zeit der Corinna? Ne? Warum haben sie euch denn da nicht reingelassen, wenn sie doch dann alle so heilig sind? Warum musstet ihr denn euch vermummen? Oder seid nur mit dem Zeichen des Tieres dort reingekommen? Versteht ihr das? Da seht ihr doch, wie heilig sie sind. Sie haben diese Häuser, diese Orte hier besetzt. Deshalb mussten die Templer entfernt werden. Nur die schwarzen Templer, die teutonischen, die sich bis in der Kiewer Rus hinein erstreckt haben, die Grenzwacht hielt im Osten, daher kommt das Lied. Das waren die alten Tempelburgen, war unser altes Reich. Die roten Templer, die auf der fränkischen Seite waren, diese Brüder hat man leider ausgelöscht. Und daher kommen übrigens die Farben, schwarz-weiß-rot bis in den Tod. Meine lieben Freunde, das rote Kreuz, das schwarze Kreuz auf weißem Grund. Dann habt ihr eure Reichsflagge, die ihr immer alle denkt, dass das alles aus Deutschland kam. Nein, kommt nicht. Kann ich euch alles zeigen, wird auch noch kommen in kommenden Videos. Ihr werdet eine ganz andere Welt danach sehen. Nur, wir Teutonen haben uns nicht so schnell beugen lassen und lassen uns nicht beugen. Und genau deshalb überziehen sie jetzt unser Reich abermals mit neuen Gesetzen, mit neuen Regeln, mit neuen Kulturen, dass alles verwischt wird, dass alles zerstört wird, weil sie wissen, mit dem Schwert können sie uns nicht töten oder nicht erlegen. Wir kommen immer wieder, immer stärker werden wir nach jeder Inkarnation. Deswegen wollen sie uns dieses konkludente Handeln überbringen. Dass ihr euch selbst vernichtet, selbst in der Matrix vernichtet, euch selbst auflöst. Jedenfalls diese Häuser, ihr seht das ja auch, ne? Diese Häuser, das waren ursprünglich ganz andere Bauten. Das Dach war gar nicht so hoch, seht ihr das? Guck mal, die Fenster, niemals hat das einer so gebaut. Das ist alles energetisch verändert worden. Diese ganzen Portale, das hat man auch später angebaut. Hier mit Bruchsteinen wahrscheinlich aus dem vorhergehenden Portal hat man das hier neben angesetzt, so dilettantisch. Schaut mal, wie das gemauert ist mit diesen. Hat überhaupt nichts mit dem Bau an sich zu tun. Ihr könnt jetzt nochmal ins Detail gehen. Ja. Schaut euch mal das an hier. Dieses ganze zusammengewürfelte Müll hier. Ne? So,
So, das waren wahrscheinlich die Grundsteine, deswegen sind die Feldsteine hier auch durcheinander angeordnet. Na, das Mauerwerk, das ist alles zusammengeflickt. Ne? Das hat man später hier an dieser Mauer angebaut. Und das sind wahrscheinlich die Reste von dem, was dort vorne stand als Portal. Dann hat man das hier rangeflickt, da hat man den Holzturm rangebaut, das Dach hat man verändert. Seht ihr das? Und daran seht ihr, dass diese Häuser im Ursprung niemals so waren. Und dass das alles vor 200, 300 Jahren hier komplett verändert wurde, wo die gekommen sind. Und dann haben die alles hier geschändet. So. Das muss man sich vorstellen, das waren wie so große Things. Das waren hier diese Häuser, wo wir uns getroffen haben. Ne? So. Und so und nicht anders war es gewesen. Hier übrigens sehen wir das Templerkreuz da oben, das Symbol der Erde. Da haben wir es. Da seht ihr es wieder. Ja, in diesem Sinne, kleiner gedanklicher Ausflug. Und ihr seht das. Das, was ich euch zeige, könnt ihr selbst überprüfen. Kommt hierher und schaut es euch an. Hier hat man dann auch wieder ein Gutshaus davor gesetzt. Wahrscheinlich hat der Pastor hier drin gewohnt oder gelebt oder wie auch immer. Ja. Auch im gotischen Stil, eigentlich schön anzusehen, dieses Haus hier. Aber lasst euch nicht blenden, meine lieben Freunde, lasst euch nicht blenden. Dieses Symbol dort oben hat man in den Dreck gezogen. Letztendlich symbolisiert das nur die Anatomie des Menschen. Genau in der Mitte des Kreuzes ist euer Herz. Genau dort. Deshalb hat Da Vinci euch das auch so gezeigt. Und wer das verschmäht, wer das sagt, sowas trage ich nicht oder das verabscheue ich, verabscheut ihr euch selbst. Und das ist das Ziel, meine lieben Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das noch nicht mitbekommen habt, aber die Jungs, die denken alle in Schachzügen. Die sind euch immer 7 Züge voraus. Nur wir werden den 8., nämlich die Liebe, die 8 steht für die Wiedergeburt, für das Leben. Wir werden der 8. Zug sein. Deshalb gab es ja auch jemand, der den 8. Buchstaben im Alphabet hatte. Es hat alles einen spirituellen Hintergrund gehabt, meine lieben Freunde. Alles. Deshalb teilt meinen Kanal. Ich kann es auch nur so sagen. Umso mehr ihr mich auch unterstützt auf meinem Kanal, umso mehr Zeit habe ich dafür. Umso schneller kommen wir voran. Und dann kann ich euch noch Dinge zeigen und produzieren, damit ihr das erkennt, warum ich das hier erzähle. Und wer weiß, wer ich bin und wer mich auch aus früheren Tagen kennt, ich müsste das hier alles nicht tun. Ich könnte ein schönes Leben haben hier in dieser Matrix. Mir würde es an nichts fehlen. Und ich tue es aber deshalb, weil das meine innere Wahrheit ist und weil ich euch das zeigen muss. Das ist meine Bürde, die ich jetzt zu tragen habe und die trage ich jetzt mittlerweile mit Freude. Also in diesem Sinne, bleibt rein und heilig, tötet keine Tiere, denn jedes Tier ist eine Inkarnation und wenn ihr dessen Körper verspeist, ladet ihr euch Unheil auf und belastet euch damit und versucht einfach diese Blutlust von Dragul, die euch die Fehler gebracht haben, Blatt der Fehler, wo unsere Brüder und Schwestern im Siebenbürgen gefehlt hat und da nebenher rohes Fleisch verspeist hat, da gibt es tolle Bilder darüber, die ihr euch zu Gemüte führen könnt. Diese Blutlust hat man euch gebracht, damit ihr davon nicht mehr wegkommt. Das ist nichts anderes als Adrenochrom. Und macht es langsam. Das ist eine Droge. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht sofort aufhören könnt, aber fangt an, hier oben im Kopf darüber nachzudenken. Also bleibt rein und heilig. Bis zum nächsten Mal. Wir hören und sehen uns.
Übrigens habe ich hier noch am Dorfrand diese Karte hier gefunden, wo nochmal ganz schön gezeigt wird, dass die Müritz, dass das alles mal eine große Seenfläche war. Ne? Und wenn wir hier hinaufschauen, hier diesen Kanal hier hinaufschauen, dann haben wir Neuschöln. Ne? Das ist auch wieder eine Klosteranlage, ne? Oder ein Guts- oder Herrenhaus. Und dann haben wir hier den Torgeloer See und wir haben hier überall Kanäle, ne? Die wir hier entlang fahren könnten, wenn sie dann noch schiffbar wären. Und wir kommen hier hoch nach Farchentin. Hier sind wir jetzt gerade. Ne? Und diese Kirche, die ich euch gerade gezeigt habe, ist eine Grabkapelle. Ne? Und hier haben wir auch in der Nähe auch wieder Hügelgräber. Also die ganze Gegend ist hier voll übrigens mit Hügelgräbern. Ja? Und das ist übrigens unsere alte Welt, ne? Die wir. So haben wir unsere Altvorderen hier auch wieder, Großsteingrab. Ne? Haben wir auch wieder unsere Altvorderen bestattet. Und wenn wir hier sehen, ne, wie das Wasser hier einst mal stand, dann sehen wir, dass diese ganzen Grabanlagen alle am Wasser gebaut waren, ne, und errichtet wurden. So wie es euch auf der Insel Rugia über Asgard, dieses Video über Asgard, ne, auch gezeigt habe, dass diese ganzen Anlagen, und daran könnt ihr auch sehen, dass das Wasser einst einen anderen Stand hatte im Ursprung und dass diese Anlagen nur deshalb gebaut wurden. Und hier haben wir auch wieder Großsteingrab, ne? Großsteingrab. Und was haben wir hier? Bärengehege, ne? Ja, Burgruine. Es ist alles hier voll mit Burgen, Klöstern, Schlössern. Alles ist hier komplett, diese gesamte Gegend ist hier voll. Also hier würde ich wahrscheinlich ein, zwei Jahre zu tun haben, um euch das alles zu zeigen. Nur, ihr seht ja selbst, in was für einer alten Welt wir uns befinden, wenn wir die Augen aufmachen. Ne? Und dieses Bärengehege hier, ne? Erinnert euch an das vorletzte Video, ne? Die Bärenburg, was der Bär überhaupt bedeutet. Denn wir sind hier. Die alte Rus, die Weden, ne, die ja immer dieses symbolhafte Tier, nämlich diesen Bären hatten. Ne? So, und deswegen haben die nicht die Wenden oder wie auch Wendisch waren und wie man es alles nennt. Nein, das sind die Weden gewesen. Und die haben ja die Rus gegründet, denn mit dem Rückgang des Wassers. Denn wo das Wasser sich zurückgezogen hat, sind nämlich die ganzen Landflächen Richtung Rus, Richtung Russland frei geworden. Und deswegen haben wir heute noch in Russland so viele Moore, so viele unbesiedelbare Gegenden, wo wir gar nicht siedeln können, weil das funktioniert einfach gar nicht, weil dort überall noch Wasser ist. Ja, deswegen haben wir auch diese riesigen Landstriche dort. So, jetzt können wir es aber schließen. Wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Na, und hier seht ihr das. Das ist alles voll damit, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, jetzt stehe ich hier mitten im Wald, unweit vom Schloss. Und was muss ich hier entdecken? Ein Mausoleum, denn ich bin am Schloss nochmal vorbeigefahren. Da war so eine Karte, die hatte ich mir nochmal genau angeschaut. Und ja, da gab es diesen Hinweis auf dieses Mausoleum hier. Und ja, Mausoleen, wisst ihr ja. Wie bei der Familie Knigge, ne? Ist ja alles so ein bisschen seltsam. Und das wollte ich mir jetzt einfach nochmal anschauen, was wir hier nochmal entdecken. Und ist natürlich ein prachtvoller Bau. Und auch wunderschön anzusehen. Schaut mal. Ist natürlich, ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja. Oben haben wir das Wappen der Familie. Das ist natürlich sehr imposant, ne? So. 1895, also noch gar nicht so alt, das Mausoleum. Was natürlich wieder sehr seltsam ist, dass wir hier unter diesem Mausoleum noch einen Keller haben. Ich muss bloß mal gucken, wie wir hier durchkommen, ohne dass ich hier abstürze. So. Das ist ja nämlich alles nicht so. Ich habe mich bis hier meine Trittchen an. So.
Ja, guck dich das mal an. Das ist natürlich ein richtiger Tempel hier, ja. Hier fehlt natürlich alles. Aber wenn wir jetzt mal hier hochschauen, dann sieht man, dass über dieser Kuppel noch ein Raum ist. Dann haben wir hier so eine Art Engel, auch wunderschön gemacht. Einen wunderschönen Stil. Da würde ich jetzt gleich noch mal ein paar schöne Fotos machen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Auch sehr gut gearbeitet hier teilweise, ne? Schaut mal hier wie im Detail, schaut mal hier wie mein Zeigefinger. Wie minutiös man das hier alles aus dem Sandstein gearbeitet hat. So, und dann hat man auch hier alleeartig, ne? Dann direkt zum Schloss. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wer hier drin gelegen hat. Ich weiß auch nicht, wer diese Familie hier ist. Hat mich jetzt alles gar nicht interessiert, denn ich wollte einfach nur mich einfach leiten lassen und schauen, was haben wir hier unten. Ach, hier unten waren dann wahrscheinlich auch die Särge noch drin von anderen Familienangehörigen. Ich hole mal schnell meine Lampe und dann können wir das nochmal hier im Detail nochmal begutachten, was hier drin ist, und dann mache ich nochmal ein paar schicke Fotos für euch. Und dann haben wir das schon. Was haben wir hier eigentlich? Das ist irgendwie sowas. Sieht aus wie nach Wasserwirtschaft. Das heißt, hier läuft irgendwie eine Wasserleitung durch, oder was ist das hier? Dieses Gebäude. Ja. Nein, das ist schon ein imposantes Bauwerk, ne? Also kann man nicht anders sagen. So, ich hole mal schnell eine Lampe. Ich bin jetzt nämlich hier nur mit meinen Trittchen unterwegs. Und leicht bekleidet, weil ich jetzt nämlich einmal komplett nass war. Wir gehen jetzt hier einfach mal rum. Zur anderen Seite rum. Können wir hier noch was entdecken? Können wir nicht. Auch hier wieder diese Arbeit hier. Ein Symbol der Erde, ne? Ja, so, ich hol mal schnell meine Lampe. Habt ihr jetzt gesehen, das Mausoleum? Ich mache jetzt noch ein paar tolle Bilder für euch, die ihr dann auf Telegram und auf anderen Kanälen zu sehen bekommt. Aber es ist natürlich, man sieht es ja auch an den Ziegeln, ne? 1895 oder so, ist natürlich neuzeitlich, ja, das hier alles, was man hier gebaut hat. So, meine lieben Freunde, Taschenlampe geholt. Jetzt gucken wir mal hier noch mal rein. Jetzt müssen wir hier irgendwie mit den Gummischuhen hier ein bisschen rüberkommen. So, guckt mal. Jetzt sieht man natürlich, das ist alles ein bisschen besser, ne? So. Und hier ganz oben haben wir noch dieses Löschlein, ne? Was jetzt uns auch wieder dran erinnert an der Kuppel. Und es wurde alles nicht zufällig so gebaut. Wahrscheinlich war hier oben auch eine Art Templerkreuz-Symbol der Erde, wo sich das sozusagen in dem Kreis dann gekreuzt hat, dieser Bogen hier, ne? Dieser gotische Bogen. Und hier sehen wir noch diese Engel. Ich zoome mal ran. Ist natürlich alles zerstört. Da unten stand wahrscheinlich ein Altar. Tja. Und manchmal muss man sich halt die Frage stellen, war es denn wirklich ein Mausoleum, oder denn warum bittet man denn irgendwann diese Menschen hier um, ne? Oder war es vielleicht sogar ein Tempel oder irgendetwas anderes, ne? Und diese Frage werden wir auch noch in Zukunft beantworten. Und übrigens seht ihr hier einmal das aufstehende Dreieck dort unten für das männliche Symbol und das Dreieck, was nach unten zeigt. Viele würden jetzt wieder eine pyramidale Struktur drin sehen. Das Dreieck, was nach unten gerichtet ist, ist für die Weiblichkeit, und beide übereinander gelegt. Dann habt ihr euren
sogenannten Davidstern, wo man ja dann daraus ein juristisches Gebilde, eine Staatsform gebildet hat, das überhaupt nichts damit zu tun hat. Denn es ist ja bekannt, dass es ein angeblich altes heidnisches Zeichen ist, dieser sogenannte Davidstern. Es ist einfach das Symbol von Mann und Frau, ne? Und von Mann und Weib, von der Weiblichkeit und der Männlichkeit. Ne? Dreieck nach oben, Art eines Phallus, ne? Und das nach unten ist das Weibliche, also nach oben hin geöffnet, ist die Empfängnis. Und deshalb sind die beide auch in diesen sogenannten Davidstern ineinander verschlungen und das ist das Symbol des Lebens, der Geburt, weil nur diese beiden Pole, weiblich und männlich, können Leben erschaffen. Und nur diese Symbolik ist das Höchste, das Heiligste, was wir überhaupt haben. Was jetzt durch diese Staatsform völlig entfremdet wurde und ja, nichts damit zu tun hat, meine lieben Freunde. Nichts damit zu tun hat. So, jetzt gucken wir hier nochmal in den Keller rein. Jetzt muss ich hier wieder runterbalancieren. Also ihr seht selber, ist hier nicht ganz ohne. Aber meine anderen Schuhe, die sind alle klitschenass. Und da macht es jetzt keinen Sinn, jetzt hier mit anderen Schuhwerk unterwegs zu sein. Das hatte ich ja hier heute gar nicht geplant und war gar nicht vorbereitet. Ah, guckt euch das an. Hier, da haben sie also drin gelegen. Seht ihr das? Jetzt sieht man das nämlich erstmal. Schaut mal. Das ist wie so ein Katakomben von, weiß ich, von der Tiefe her. Passt das? Ja, da haben die Särge drin gelegen. Schaut mal hier. Und ja, sieht wie in so einem alten Rom, so in diesen Katakomben unten aus, ne? Und wenn man jetzt bedenkt, warum sind die jetzt hier alle raus, ne? Wo sind die jetzt hin, ne? Wenn das wirklich eben auch Adelsfamilien waren, ja, wer hat das zugelassen, dass sowas passiert? Und daran könnt ihr erkennen, dass unsere Befreier, die mich ganz sicher damit zu tun haben, mich nichts anderes im Sinn hatten, als das zu zerstören. Diese ganzen Ahnenreihen, die lichtvollen Adelshäuser eben zu zerstören. So, und wer weiß, wer sich hier denn den Adelstitel angezogen hat und die Jacke angezogen hat, man kann ja auch mittlerweile auch vieles kaufen, ne? Und die haben ja wirklich nichts mit den alten Blutlinien zu tun. Und so wird alles verwischt, verzettelt. Und das war letztendlich ihr Auftrag. Und da werden wir auch noch dazu kommen, da nochmal im Detail nochmal zu sprechen, meine lieben Freunde. Denn das, was wir hier sehen und erblicken können, gibt uns abermals viele Botschaften. Und was wollte ich euch eigentlich sagen? In diesem Kontext wollte ich euch noch was mitteilen. Ach so, es war ja genau so. Ich habe ja diese, ich sag jetzt mal, lutheranische Kirche in Mansfeld schon einst besucht und da hatte ich einen alten Heimathistoriker getroffen und habe ihm gesagt, dass hier, da ist ja dieser übergroße St. Georg, der ja einst der 12 Tempelritter war, der St. Georg, ne? Ihr kennt ja das Georgsband, da sind wir wieder bei der Ruß und ich bin auf der Spur und auf der Suche zur Ruß, zur wahren Ruß, ne? Und deswegen habe ich dort das auch besucht, nicht zufällig. Und er sagte, dass das auch so beschrieben war, dass es eins der 12 Templer war. Und wir wollten uns auch noch mal treffen zu einem weiteren Gespräch, vielleicht zu einem Interview. Und er sagte mir, dass Mansfeld, diese Grabung, die jetzt oben auf dem Berg, auf dieser Anlage, auf dieser Burganlage stattfindet, dass Mansfeld einst die größte Burganlage, Wehranlage Deutschlands, oder wenn nicht sogar mit Europas hatte, also mit Europas, aber die größte mit in Deutschland war. Und man hat das angeblich jetzt erst entdeckt, dass diese Anlage auf diesem gesamten Berg viel größer war. Ja, und da stand auch ein Dom drauf, wo gar nicht drüber gesprochen wird. Und darauf hatte ich ihn angesprochen und da war er erstaunt und
deshalb hat er dann auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Hose runtergelassen, hat auch so ein bisschen erzählt, ne, darüber. Und in dieser Kirche, in dieser Mansfelder Kirche, haben übrigens 12 Särge eins gestanden. Die Amerikaner und die Russen hatten damit zu tun, wo die dann eben unser heiliges Land besetzt oder ja, sie haben ja befreit. Ja. Haben uns dann auch nicht, nämlich auch dann wurden die zum Beispiel die Särge dort entfernt. Ne? Da gibt's also, da muss ich nochmal im Detail gucken. Zumindest ging es da um diese 12 Särge und diese 12 Särge sind tatsächlich verschwunden mit Gebeine. Und man erzählt natürlich heute darüber, dass es angeblich. So, ich musste kurz die Kamera wechseln, Speicher wieder voll. Ja, und man erzählt über diese 12 Särge, dass die halt eben verschollen sind, spurlos verschwunden sind und dass da die Amerikaner sich dran zu schaffen machten und auch die Russen. Und wo man sich halt immer fragen wird, was wollen die denn von diesen 12 Gebeinen, von diesen Särgen, ne, mit den Gebeinen drin. Denn die Särge sind komplett mit Gebeine verschwunden. Komplett mit Gebeine, wie es jetzt eigentlich auch hier praktisch unten auch ist. Das heißt, es ging nicht um irgendwelchen Schmuck oder um irgendwas, so wird es erklärt. Und er sagt es selber auch, der alte Herr, das hat niemals mit dem Schmuck irgendwas zu tun gehabt, sondern das hat eine tiefgründigere Vergangenheit. Denn hier ging es speziell um die Gebeine, um die DNA, um das jetzt mal so direkt auszudrücken. Und deshalb sind diese 12 Särge verschwunden. Ja, also es bleibt spannend. Da werden wir dann demnächst auch noch sein. Denn was es damit auf sich hat, 12 Särge, ich sag ja, ich habe ja nicht ohne Grund eben gerade einen der 12 Tempelritter, den St. Georg nämlich, erwähnt. Ne? Und da seht ihr wieder die Spur, wo es mich hingeht, wer die wahren Templer sind und alle, die ja heute die heutigen juristischen Russen ja so verehren mit ihrem Georgsband, sollten sich mal die Frage stellen, was das damit auf sich hat. So, in diesem Sinne schließe ich jetzt das Video. Ich hatte mich ja schon mal verabschiedet, aber das wollte ich euch jetzt auch schnell zeigen. Ihr kennt mich ja mittlerweile schon. Ne? Ich bin da wie so ein Heißsporn. So wie ich was entdecke, dann bin ich da auch ran. Ne? Und ja, bleibt rein und heilig und wir hören und sehen uns bis zum nächsten Video. Bis bald.